Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt F1 2012. Das Training, ja, ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, ob ich es hochladen soll. Kann durchaus sein, dass ich es nicht hochgeladen habe. Wenn ich es nicht hochgeladen habe, dann deshalb, weil es absolut beschissen war. Wenn ihr jetzt sagt, warum war es beschissen, guckt aufs Wetter. Es hat im Training wechselhafte Bedingungen gehabt und ich war nur in der Wand. Ich war nur in der Wand. Und irgendwann habe ich dann auch ich keinen Bock mehr auf nur in der Wand zu sein. Ja, so, jetzt habe ich die Änderung wieder rückgängig gemacht. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Und jetzt fahren wir mal eine fliegende Runde. Auch wenn er mich an einer ganz dabbigen Stelle rauslässt, will ich trotzdem nur eine fliegende Runde fahren. So, diesmal habe ich auf der Bremse gestanden bei der Übergabe von dem. Dass ich eben nicht wieder geradeaus in die Wand fliege und mein Auto ruiniere. Der lenkt. Ein Wunder, er lenkt. So, und jetzt brenne ich hoffentlich mal eine Runde in den Asphalt. Ich habe nämlich auf das langsam keinen Bock mehr. Mann! Nein. Wie weit soll ich noch einlenken? Weiter geht nicht. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Nein, ich habe Probleme ohne Flügel. Viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Ich habe keine Zeit zu warten. Ja, schön, wie er mir da das Auto übergeben hat. Diesmal habe ich sogar auf der Bremse gestanden, es hat nichts gebracht. So, völlige Konzentration, jetzt fahren wir eine schnelle Runde. Ist der lebensmüde, da rumzuschleichen und Platz zu machen? Gott, ist das eine grausame Runde. Damit bist du Zweiter. Im Moment stehst du in der ersten Startreihe. Und da haben wir wieder die Wand. Aber eine Runde hat geklappt. Wie schnell waren wir eigentlich? Die Temperatur des Autos hat uns etwas zurückgeworfen. Ja. Das weiß ich. Zeigt mein Seitenmonitor. 1:22.850. Wir werden noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Der Reifen hat noch. Ja, komm, wir trainieren noch mal eine Runde. Ist ja nicht so, dass wir hier perfekt rumkleben. Apropos, wenn sie mal auf Temperatur sind, können wir das hier eigentlich auch mal einblenden. Reifenzustand. So, Gemisch, Fett, DRS auf. Go! Das wird knapp. Uah. Arm.
Ich schrubb hier nur noch die Wand lang, weil ich versuche schneller zu fahren. Deine Vorderräder blockieren. Versuch die Bremsbalance nach hinten anzupassen. Die ist bei minus 60. Also bei 60% Hinterachse. Weiter hinter geht nicht. Ja, hier bremse ich deshalb so vorsichtig, weil ich hier die Erfahrung gemacht habe, die Wand zu knutschen, wenn ich später bremse. Tja, DW, das war's. Also das gibt ein aufregendes Rennen. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Ja, weil das gibt so ein Rennen nach dem Motto, durchkommen ist alles. Sage ich euch ganz ehrlich, da mache ich 3 Kreuze im Kalender, wenn ich hier durchkomme. So, Reifen. Nehmen wir frische. Fliegende Runde. So, und dann bereite ich mich hier mal auf meine schnelle Runde vor. Auf die ich dann mal wieder still und leise bin. Und das Auto nicht schon vorher kaputt machen. So, dann geht er ab. Was soll denn das hier? Oh Mann. Ja, das war's. Schnelle Runde. Kommt raus, fährt auf die Ideallinie. No comment. Mehr sage ich dazu nicht. Boah, Alter, ey. Gut, die Runde können wir eh abhaken. Ich breche jetzt hier mal durch und versuche noch den einen oder anderen Bremspunkt zu optimieren. Ich spare mir Curse und so weiter aber auf. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall früher einlenken. Reparaturzeit, also das kenne ich schon hier. Also keine Panik, das wird auch besser. Das wird wieder besser. Irgendwann, zumindest im Rennen, denke ich, spätestens da wird es besser. So, an den Übergabepunkt gewöhne ich mich auch immer mehr. Keiner im Weg, ein Wunder. Da habe ich immer Angst, dass wenn ich da zu weit rüber räuber, dass sie mir dann die Zeit ungültig machen. Und jetzt, was ist denn das für eine Einblendung? Wen interessiert denn das? Ich spiel offline. Interessiert mich nicht. Mach die doppelte Einblendung weg. Also ich sag's mal so, wenn ich hier durchkomme, einigermaßen, habe ich ja einigermaßen gescheite Zeiten meistens.
Das Problem ist, ich komme meistens nicht durch, ohne mir was kaputt zu fahren. Und jetzt steht mein Lenkrad schief. Jo. Und dann habe ich mich direkt verbremst. Vor lauter Begeisterung, dass ich Zweiter bin. Leute, die Strecke killt mich. Die Strecke killt mich wirklich. Gut so. Du hast es in Q3 geschafft. Bin mal gespannt, ob wir da noch ankommen heute. Ob das noch was wird. Puh. So, nee, erstmal Reifen gucken. Ja, die sind okay. Eine Runde, mehr geht nicht, weil die Reifen brauchen wir auch im Rennen. Gott, ich hab vom Rennen habe ich so Angst. Nein. Das ist das, was ich meine mit dem blöden Übergeben. Kann doch nicht sein. Mann! Wir haben durch die Rettung. Oh nö! Oh nö! Tja, das war's. Da sind wir Zehnter und schon wieder die Verbindung unterbrochen. Was ist denn das? Ey, hallo, ich spiele offscreen. Ich spiele nicht online. Ich spiele hier. Was interessiert mich ein Spieleserver? Geht mir nicht auf den Nerv. Tja, unser Qualifying-Ziel haben wir erreicht, auch wenn wir kein richtiges Qualifying gefahren sind. Wir haben uns mehr Auto geschrottet wie sonst was. So bejubeln würde man uns mit Sicherheit nicht, sondern man würde uns eine Rechnung ausstellen. Ja, ich sag danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Nick Frei.